Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore. Schon mal vorweg, diese Folge, die ist gerade heute aufgenommen, die kommt ein wenig später, das tut mir leid. Nicht aufgrund der Tatsache, dass, die Tatsache ist egal. Es hat irgendwie alles ein bisschen sich verschoben und naja, aber jetzt bin ich ja hier. So, es hat sich ein bisschen was verändert, nicht in der Welt, aber ich habe jetzt endlich mal diesen Schritt getan und bin endlich mal auf die 1.19.2 geupdatet und habe auch ein bisschen so ein paar kosmetische andere Änderungen noch vorgenommen. Eine dieser Änderungen ist zum Beispiel, dass hier so ein paar Sachen anders aussehen, zum Beispiel die Golden Apples. Die sehen jetzt ein bisschen fancy aus, genauso wie unsere geilen Equipments. Und noch eine kleine Sache. Ich frage mich gerade, warum der Ambient-Sound nicht funktioniert. Vielleicht gleich, wenn ich rausgegangen bin. Eigentlich müsste ich ja... Ah, sehr schön. Und zwar... Ich habe ein bisschen noch fallende Blätter hinzugefügt. Passend zur Herbstzeit. So, dass das alles so ein bisschen lebendiger und dynamischer und schöner aussieht. Und wenn ihr euch fragt, wie habe ich das alles gemacht? Ich habe tatsächlich irgendwie zwei, drei Stunden mit Fabric rumgebastelt gestern Abend noch. Und hier ist jetzt auch so ein schönes Knöpfchen, das nennt sich Mods. Und hier seht ihr das ganze Prozedere. Ich habe auch Entity Cooling mal reingenommen, um die Performance zu testen. Ja, Iceberg hier für ein bisschen Kompatibilität. Die anderen Sachen hier, Indium, Iris, Journey Map habe ich auch wieder drin. Die ist aber gerade aus. Die nehme ich dann irgendwie mal nur zum Zweck des Zwecks, wenn wir es irgendwann mal vielleicht für irgendwas brauchen könnten. Dynamic Lights ist ja klar. Legendary Tooltips ist das, was ich vorhin gezeigt habe mit diesen coolen Dingern. Das Mod-Menü ist dafür da, dass wir einfach hier, ja, das so sehen können, wie wir es gerade sehen. Lithium ist auch Performance. Phosphor ist Performance. Prism, weiß ich nicht so ganz genau. Das habe ich einfach auch nur für Kompatibilität drin, ne? Und Sodium halt. So diese lustige ganze Fabric-Geschichte halt. Ja, soviel zu dem Thema Mods. Es sind keine spielverändernden Mods drin. Die lasse ich erstmal noch aus. Da ich sowieso auch erstmal gucken will, was jetzt die Minecraft 1.20 demnächst mal zu bieten hat. Denn in 2 Tagen ist es nämlich soweit. Und da möchte ich irgendwie gucken, dass ich die Folgen auch so abpasse, dass wir möglichst früh dann mal darüber quatschen können, wie es dann... Ja, ob ich dann vielleicht diese 1.20-Version erstmal an sich überspringe, je nachdem, was da so für Content-Geschichten passieren, werde ich dann entscheiden, ob ich da eventuell diese Version erstmal überspringe und irgendwie tatsächlich ein bisschen mit Mods arbeite, weil es sind ja schon sehr viele Mods tatsächlich auf der 1.19 und ja, wir schauen einfach mal, was die Zeit so bringt. Ich habe da schon 100 Mal drüber geredet, ihr wisst es ja, und dann werde ich euch wieder erzählen, ja, nee, 1.20 ist geil, wir machen doch eh keine Mods. ihr kennt es schon alles auswendig. Ich weiß nicht, warum ich euch das immer wieder erzählen will, ich habe keine Ahnung. Okay, aber ich habe mich jetzt hier reingestellt, ich werde jetzt hier nicht wieder rausgehen, also ihr wisst, was jetzt passiert. Eieiei. Die Zang. Blöpzim. Schwimpf. Plöck. Schwibbeli. Knöbeli. Schnapp. So, das wären die. Hallo? Das wären die Farmen, L. Ja. What the fuck? Warum wachsen die so schnell? Ich glaube, weil es regnet, oder? So, auf jeden Fall, das waren die erstmal die Farmen. Warte mal. Nee, ich dachte gerade, die haben auch irgendwie so einen anderen Ding da gehabt. So ein anderes untere Lining, keine Ahnung. So.
Oh, die erste Potato-Kiste ist voll. Und die erste Carrot-Kiste übrigens auch. Das bedeutet, sobald die wieder voll sind, müssten wir irgendwann wieder anfangen zu handeln. So, dann schaue ich mir den ganzen Kram wieder zurück. Und jetzt muss ich halt mal überlegen, was haben wir noch nicht gemacht? Wir haben noch nicht gemacht. Musik an. Und wir haben noch ein paar Kühe zu rupfen. Moment, ich brauche noch Getreide dafür. Fresh abgebaut. So. Dann machen wir mal wieder Schafe und Kühe klar. Ist eigentlich. Ist noch auch nicht dunkel, ne? Die Villager scheinen aber schon zu pennen. Oder sich zu verstecken zumindest. Boah, das ist. Moment mal. So. Das ist etwas besser, naja. Immer noch laut. So, aber ich brauche die ganzen Ärsche hier. Ich brauche die Schafärsche. Denn wir müssen noch sehr viele Teppiche legen irgendwann in Zukunft, bestimmt. So, und natürlich die Lederherren dürfen nicht fehlen. Liebe Lederherren, bitte bringt mich nicht um. Oh Gott. Ich hoffe echt, dass ich nicht dadurch sterben kann irgendwann. Muss ich ganz schnell irgendwie rausbrechen oder so, keine Ahnung. Weil das könnte wirklich sehr unlustig enden. So, also theoretisch könnte ich 32 Kühe umbringen. Immer wieder herrlich. So, komm, bring die letzten auch noch durch. So. So, und jetzt bringen wir mal 30 Kühe um. Ungefähr. Ich zähle mal im Kopf. 11 haben wir. Wie schön die zischen. Oh ja, lecker Fleisch. Oh Mann. So. Ich brauche einen Slot für Leder. Ja, komm, lassen wir das Eisen erstmal hier. 18. Noch irgendwo Leder? Leder, Leder, Leder. Ne, ich glaube, das war's. Tja. Beinahe. Beinahe. Du kommst dem Rätsel langsam näher. So, da ist auch noch Stuff drin. So, jetzt haben wir den Kram. Ich wollte jetzt als nächstes unten in dem Raum mal gucken, wie ich das baue, ne? In dem Kellerraum, da in diesem Hauptkellerraum, den wir damals ganz zum Start mal gebaut haben. Aber ich muss erstmal in meine Verwaltung nach oben. Und ein bisschen Stuff mal da lassen, glaube ich. So, wir brauchen roten Teppich, haben wir nicht so viel. Rote Wolle habe ich. Achso, ich wollte unten auch noch in der Bibliothek diese Säulen da machen, ne? Da drunter diese Wollblöcke mal reinpacken. Hatte ich für Steaks nicht irgendwo nochmal eine andere Kiste gemacht? Hier. Tatsache. Leder. Haben wir nichts. Ah, ich glaube, dieses Gammelfleisch hier werde ich mal langsam verkaufen. Weil es raubt so langsam Platz. Platz für Leder. 8 Cobblestone noch rumblödeln. Oh, klasse. Ist genau voll geworden, die Kiste. Ich brauche roten Teppich. Und roten Teppich. Sehr schön. Und
Nein. Und weißen Teppich. So. Jetzt du da rein. Und jetzt Laternen. Naja. Glowstone brauche ich unten auf jeden Fall. Redstone-Fackeln. Kann ich auch erstmal wieder hier zurück. Das Zeug brauche ich erstmal nicht mehr. So, das Rotten Flash, das gehe ich unten gleich mal verkaufen. Auf jeden Fall, das hier kann auch schon mal raus. Ich muss das jetzt ein bisschen... Wie viele Steaks ich einfach habe, das ist unglaublich. Viel zu viele. 64 lasse ich gleich mal drin, weil ich die wieder weggelagert. So, hier haben wir nochmal Leder. Das ist nochmal 64 Bücherregale hier, die wir schon haben. Habe ich sonst noch irgendwo anders noch mehr? Nicht unbedingt. Okay, ich gehe erstmal das Gammelfleisch verkaufen. Ich gehe ja eh unten bei den Villagern wieder lang, ne? Eigentlich kann ich ja mal eben wieder 24 Eisen mitnehmen. Denn schon. Ich würde gerne mal ein paar Fackeln noch hier lassen. So, und der Rest kommt erstmal mit. Für Bibliothekssachen musste ich, glaube ich, noch mal ein bisschen Holz holen gehen. Das wird auch noch mal demnächst stattfinden. So, dann gehe ich jetzt über den Weg hier unten lang. Schön, wenn das alles so fertig gebaut aussieht. Natürlich noch nicht ganz fertig, aber wir kommen langsam dorthin. So, ich wollte auch noch, genau, hier fehlen auch noch Sachen. Die wollte ich auch noch zubauen. Dazu bauen, meine ich. Dazu brauche ich Stonebrick Fences, ne? Die hole ich gleich nochmal. So, ihr bitte mal kurz aufstehen. Danke sehr. Oh, wieso will der nur... Zwei? Hast du nicht gearbeitet, oder was? Kollege. Der hat nicht gearbeitet. Faul Sau. So. Ich werde mal hier in meine kleinen Bude eben pennen gehen. Na, komm schon. So. Und. Was war das denn jetzt? Ich habe mich irgendwie total komisch gedreht. Und dann mal einen dieser lustigen Potion Villager da aufsuchen. Um eben mal das Rotten Flash wegzukriegen. So ein bisschen zumindest. Ich weiß es ganz genau, in 1.20 kündigen die so ein richtig geiles Feature für Rotten Flash an. So, du bist gemaxt. Ich glaube, es gab aber auch welche, die noch nicht gemaxt waren. Du warst noch nicht gemaxt. Dann kannst du das mal kriegen. So weit, so gut. Der will jetzt schon wieder Lapis. Das kaufe ich bestimmt nicht. Dein Lapis Lazuli. Das kann jemand anders kaufen. Ey, ihr kriegt aber hier irgendwie zwischendurch ein bisschen Schaden, ne? Die Golems. Also irgendwas scheint ja hier immer ab und zu nochmal zu spawnen. Leider. Genau, ich wollte runter. Stimmt ja. Stimmt ja. So. Ich Idiot habe keine normale Wolle dabei. Sehe ich gerade. Ich brauche normale Wolle. Ich brauche normale Wolle. Wenn ich diese Säulen da jetzt gleich machen will. Und die Zäune. Und die Lanterns dürften noch reichen. Aber ich muss nochmal ins Schafgehege. Könnt ihr mal... Oh,
aufhören, eure Ärsche da so reinzudrücken. Nun denn, ihr habt es geschafft. Ich werde euch eure Freiheit gewähren. Ihr habt euch erfolgreich mit euren Ärschen herausgedrückt. Tja, aber geschert werdet ihr trotzdem. So. So ganz ungestraft lasse ich euch dann doch nicht davon kommen. So, dann kann ich das unten jetzt alles mal fertig machen. Diese ganzen Pläne und diese Vorhaben und diese immer Nicht-Getuerei. Dass das hier endlich mal zum... Endlich mal vorwärts geht hier. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Die Betten kann ich so erstmal nicht umstellen. Wenn ich still bin, heißt es meistens immer, ich rechne und denke ein bisschen nach. Falls ihr euch wundert. Also ich überlege, den Teppich erstmal hier so reinzuballern. Bis hier würde der gehen. Und dann hier durch. So, die Betten, die bleiben dann erstmal hier so auf Stein drauf. Jetzt muss ich gucken, wie mache ich das Glowstone hier rein. Ich bräuchte auf jeden Fall hier in den Ecken auf jeden Fall brauche ich Glowstone drin. Das ist klar. Das ist beides gleich breit. Das heißt, wir haben einen Viererabstand. Okay. Würde das hier auch passen? Ne, hier würde es nicht passen. Warum auch immer. Moment, also hier haben wir dann 3. 3, 3. Da muss ich das so machen. So. Dann kommen die Fackeln weg und das Glowstone kommt hinein. Ist ja gut. Wird, glaube ich, mal bald Zeit, dass ihr ein Kind kriegt, ihr beiden, ne? Muss hier unten die Zivilisation weiter aufbauen. Damit ihr unten in den Farmen dann Sklaven für mich spielen könnt. In den automatischen später. So. Dann einmal bitte Fackeln hinaus. Ich kriege auf einmal so viele Fackeln dazu. Yay! Keine Kohle verschwenden. So. Auf jeden Fall ist dann hier unten noch hell genug. Ich hoffe, es bleibt hell genug. Ansonsten müsste ich die vielleicht nochmal eine Ecke weiterziehen. Ist das hell genug? Fragezeichen. Vielleicht mache ich doch nochmal lieber hier in die Ecken einen rein. Die scheinen mir nämlich doch noch zu dunkel. Moment. Client Light ist hier 8. Ne, das müsste passen. Das müsste passen. Das müsste reichen. Ich bekomme ja tatsächlich, falls hier unten wirklich ein Zombie ist, der dann einen meiner treuen Gebrüder hier unten angreift und wirklich verwandeln sollte, bekomme ich eine Nachricht, dass dieser dann, oder diese, dann verwandelt wurde. Und kann dann entsprechend auch reagieren. Weil die werden, wenn sie hier unten verwandelt werden, nämlich nicht despawnen, dass sie einen Name-Tag haben. Und eventuell ihren Zombie-Fight-Counter dann resetten. So ein bisschen exploiten. Wir exploiten das Spiel, Leute. So, aber das... Ja, ist halt der gängige Teppich, ne? Den haben wir irgendwie überall hier auf der ganzen Welt. Aber er hat
Stil. Ich weiß nicht. Er hat einfach Stil, Leute. Er hat einfach Stil. Und das kann man nicht sagen. So. Ich glaube, das ist auch der Teppich, der immer in den Woodland Mansions verbaut ist, ne? Der gleiche. Ich wollte Stonebricks holen. Stonebricks, bitte. Haben Sie Stonebrick-Fences im Angebot? Hier. Da müssten wir 30 rauskriegen. Genau. Die dürften auch eigentlich reichen. Genauso wie die Laternen auch reichen dürften. Und zwar, um diese wunderschöne Lampe da rein zu zaubern. Hier das zu machen, weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Weil hier kommen wir halt auf zwei Hänger runter. Wo es sich auf jeden Fall lohnt, ist hier. Nee, hier müssen sie schon abzweigen. So, und dann kommen die Laternen hier hin. Und dann dürfte die Fackel hier raus. Wunderbar. So, und hier stößen wir uns dann auch die Köppe die ganze Zeit. Wenn sie nur zwei runter sind. Und dann wollten wir das gleiche nochmal in der Bibliothek machen. In der ganz großen Mitte. Dieser wird dann natürlich etwas weiter runterhängen. So, hier müsste ich mich dann gleich nochmal hochbauen. Nehmen wir einfach mal das hier erstmal. So, warte, das hier ist der Block. Das heißt, hier ist die Mitte. Nein. Das müsste richtig sein. So, hinunter mit dir. Aber das ist schon ein bisschen zu weit runter. Ich denke, das ist genug. So. Und dann packen wir das hier. So, jetzt hängt das ja auch runter. Super. Sieht ein bisschen seltsam aus, weil das so ein bisschen out of place ist, aber... ja, es wäre halt cool, wenn man so... Ich könnte auch eine Kette draus machen, aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu dünn dann am Ende gewesen. Und das Blöde ist halt, Ketten kann man nicht so seitlich direkt dann aneinander aufhängen. Aber naja. Außerdem ist das irgendwie ein bisschen weird, dass die Ketten sich nicht bewegen, aber die Ketten von der Laterne sich halt so bewegen. Schade, dass diese großen Ketten das nicht machen. Finde ich schade. So, hier ist auch noch Müll drin. Super. Ständig mache ich überall nur Müll und Dreck. So. Beim nächsten Mal sind dann hier auch mal die Wände dran. Weil die sind jetzt auch schon sehr lange irgendwie nicht bearbeitet worden. Ich muss mal gucken, wie ich das hier mache. Und ansonsten weiter Bücher grinden hier für die Bibliothek. Und dann müssen wir, glaube ich, beim nächsten Mal endlich mal diese Holztour nochmal ranklatschen. Das war wieder mal richtig ordentlich Holz für unsere ganzen Needs und so weiter haben. Und ja, das wäre es dann erstmal von der Folge hier. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und, ne, bei der nächsten Folge noch nicht, aber bei der übernächsten Folge wird dann schon die Minecon gewesen sein. Und da bin ich dann mal gespannt, was da so passieren wird. Und inwiefern das unsere Welt eventuell in der Zukunft beeinflussen könnte. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und...